letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Haben wir noch was zu dem Thema Gottesbezug in Schleswig-Holstein? Weil sonst hätten wir jetzt die super Überleitung. Mach das. Der nächste Lackmustest hierzu wird ja dann das Thema Sterbehilfe. Gesundheitsminister Gröhe will ja organisierte Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellen. Und mit organisiert ist eben nicht nur das gemeint, was vor einiger Zeit mal so diskutiert wurde, dass man kommerzielle, also mir widerstrebt eigentlich schon die Bezeichnung kommerziell, also es gibt ja so Organisationen, da sagst du hier, ich will gerne sterben, organisiert das mal für mich und dann wissen die, wo es dann entsprechend diese Schädlingsbecher nimmt man ja heute wahrscheinlich nicht mehr, aber diese Medikamente und besorgen einem das dann und das verursacht bei dir natürlich Aufwand, den man dann denen vergütet. Also ich glaube, die verdienen da nichts dran. Das sollte verboten werden und mittlerweile scheint es noch weiter gefasst zu sein, dass eben auch wenn man kein Geld dafür verlangen würde, es soll nicht organisiert werden. Und da hängen sich natürlich die Kirchen, insbesondere die katholische, gerne dran. Sigrid hatte ja in ihrer Buchbesprechung, die wir als separate Podcast-Folge eingestellt haben, weil das auch schon so fast 20 Minuten waren, Sigrid hatte ja das Buch besprochen von Michael die Ritter, Wie wollen wir sterben? Michael die Ritter ist ein Arzt, der auf so einer Palliativstation oder so einem Hospiz arbeitet, also weiß, wovon er schreibt. Und Sigrid sagte, die katholische Kirche hat sich also auch in jüngerer Zeit, also jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern aus Rom dazu geäußert. Und der Standpunkt ist, selbst wenn jemand da so eine Patientenverfügung hat und sagt, er will nicht, sagen wir mal, zwangsernährt werden, dann vertritt die katholische Kirche den Standpunkt, er soll auch gegen seinen Willen weiter zwangsernährt werden. Und ja, da ist jetzt die Frage, ob sich das durchsetzt oder ob die auch da wieder nicht zum Zuge kommen, weil sich diese, also 70% der Bevölkerung, das ist so eine Zahl, die ich mehrfach gelesen habe, aber wo ich die Quelle nicht kenne, 70% der Bevölkerung sollen ja durchaus dafür sein, dass man im Fall der Fälle eben dann auch von der Selbsttötung, also so selbstbestimmtes Sterben, in Anspruch nehmen kann. Und ich nehme an, ihr würdet auch fragen, wer soll denn sonst darüber bestimmen, wenn man nicht selber? Ne? Ja, ich meine, die christliche Religion ist natürlich ein Todeskult. Das sieht man in ganz vielen Tod und Leid. Tod und Leid, das ist deren. Und das hängt natürlich damit an, dass der sozusagen Religionsstifter, dass da das Entscheidende, was vor dem übertragen wird und immer wieder betont wird, sind eben nicht die schlauen Sprüche, die er angeblich gemacht hat, die gar nicht so schlau sind, wenn man sie anschaut. Oder ist auch nicht das Weihnachtsfest, wo dann irgendwelche Magier kommen, die ihm dann Geschenke geben, die mit denen er nichts anfangen kann in dem Alter oder dass er sich mit dem Schriftgelehrten auseinandersetzt, sondern das Entscheidende einer Christenreligion ist, dass er stirbt und zwar möglichst grausam. Und zwar grausamer als alle anderen. Das ist ja auch ein Dogma gewesen, dass niemand so gelitten hat bei seinem Tod wie Jesus. Wer behauptet, dass er quasi bei irgendeines Todes jemand mehr leidet, der ist da schon, verstößt schon fast gegen ein Dogma. Und dann noch dazu, dass ja dieser Tod selbst, das wird er nicht durch die Römer verursacht, denn Pontius Pilatus darf sich ja seine Hände in Unschuld waschen. Und mittlerweile sind ja auch nicht mehr die Juden schuld, obwohl es im Johannesevangelium anders drin steht. Das Blut wird über sie kommen, steht ja da noch drin. Nein, heutzutage wird Jesus ganz allein von seinem Vater umgebracht, der er selbst ist. Nach aktueller, also es ist eigentlich so gesehen ein Drittelsuizid, den er macht und zwar ziemlich brutal und unter Folter. Wobei, man muss auch wieder sagen, die Widersprüche sind groß, stirbt er auch noch schneller, als man normalerweise am Kreuz verreckt, muss man das sagen. Denn die Idee um Kreuzestod war eben, dass man die Leute möglichst lang sterben lässt, aber dann war halt kam irgendwie so ein Feiertag noch in die Quere, der wahrscheinlich gar nicht in die Quere kam, sondern die Kreuzigung wurde dann auch eigentlich dorthin zu diesem Zeitpunkt hingewünscht, damit man halt auch noch ein Passafest übernehmen kann. Aber wir sehen also auf der einen Seite, Tod gehört dazu. Wir müssen auch erwähnen, dass die ganzen christlichen Märtyrer, die oftmals auch an verschiedenen Orten auch an die unterschiedlichsten Tode gestorben sind, also dieselben Leute. Das war auch immer sozusagen ganz wichtig, dass ein Heiliger das Märtyrium angenommen hat. Das war ja auch eine Sterbehilfe, und zwar eine Sterbehilfe von den Tätern. Und man kann auch sagen, dass Judas der erste Sterbehilfer war der christlichen Religion.
Das war immer ganz wichtig, dass die quasi dann für ihren Glauben gestorben sind. Das ist auch in Ordnung. Also wer jetzt Sterbehelfer haben will und noch in der Lage ist, der soll doch bitte mal nach Mekka gehen und dort dann mit der Bibel dann vor der Kaaba stehen und sagen, das ist der wahre Glaube, das ist Jesus Christus. Ich glaube, die Massen werden ihn lynchen, die dort siebenmal um den schwarzen Stein herumkreisen. Und das ist dann völlig d'accord mit der christlichen Religion. So darf man Sterbehilfe durchaus annehmen. Was man nicht machen darf, und das ist sozusagen auch ein Problem, wenn man eine apokalyptische Religion hat, die quasi den Untergang der Menschheit herbeisehnt und auf der anderen Seite auch noch dann den Tod als etwas Gutes ansieht, weil man ja danach erst die eigentliche Afterlife-Show anfängt mit Hafen und auf dem Wolken rumspringen und dass man den Chef mal sprechen kann, wie das Ganze funktioniert, dann ist es natürlich so, dass man sich dagegen wehren muss, dass Leute die Abkürzung machen und sagen, warum soll ich denn hier mich unten hier rumärgern? Ich bringe mich einfach um und dann habe ich das direkt vor mir. Und das ist einfach nur gestattet, wenn man das quasi sozusagen nach außen in einem heiligen Zweck dann von einem Gegner machen lässt. Auch wenn man damit nichts bewirkt, ist das dann total gerechtfertigt, wenn man an irgendwelchen Kreuzen, ob es Andreaskreuz oder mit dem Kopf nach unten oder sonst irgendwie angenagelt wird und dann stirbt, dann ist eine gute Sache. Wenn man aber es macht, weil man quasi seinen eigenen Leiden verkürzt, dann ist es plötzlich eine schlimme Sache. Und das ist schon makaber und seltsam, dass die gerade diese Funktionäre das dann sagen. Und ich möchte an diese Nonne, Frau Goncha Boyacu, erinnern, die in Indien. Der Ghul von Kalkutta? Die in Indien quasi ein krankenhausähnliche Unterkunft, Massenunterkunft gemacht hat, in denen Leute elendig verreckt sind und das im Auftrag und mit Spendengeldern, die sie für die katholische Kirche eingetrieben hat, wo dann Leuten eine medizinische Behandlung vorenthalten worden ist, wo noch nicht mal Verwandtschaftsbesuche möglich waren und Leute, die quasi dort helfen wollten, weil sie meinten, es wäre eine gute Sache, dann letztendlich entsetzt zurückgefahren sind, haben gesagt, die Leute verrecken da, sie sammelt die Leute von der Straße auf, um sie dann unter Leiden sterben zu lassen. Und die sich selbst genannt hat, Mutter Teresa, hat dann Sterbenden gesagt, wenn du Schmerzen hast, dann ist das ein Kuss vom Heiland, ein Kuss von Jesus. Das ist sozusagen die Moral, mit der sie uns beistehen wollen, die Sterbehilfe zu machen. Und wenn dann jemand sagt, gebt uns die Sterbenden, dann sage ich nur, lauft. Lauft so schnell ihr könnt. Also das ist ja ein Zitat von Kardinal Marx. Ne? Genau. Das hat er gesagt im Zusammenhang, gebt uns die Sterbenden, wir kümmern uns. Ja, aber wenn man sieht, dass sozusagen bei dieser Nonne Frau Goncha Boyacu, die übrigens den Nobelpreis bekommen hat für irgendwas, wissen wir nicht wieso, dann kann man eigentlich nur sagen, gebt uns die Sterbenden, damit sie mehr leiden, damit sie Opfer werden können für den Todeskult, der hier eben lange Zeit in Deutschland Zwangsreligion war. Also sie selber hat sich ja dann erster Klasse in den USA behandeln lassen. Ich glaube, sie hat irgendwie was am Herzen gehabt oder sowas. Also sie selber hat sich jetzt keineswegs da bei sich in eine eigene Unterkunft da gelegt, ins Bett, sondern hat da Weltklasse-Behandlung selber bevorzugt offenbar. Ja, ich möchte nur anmerken, dass man dafür gar nicht nach Indien und in die Vergangenheit muss. Ich habe hier nämlich gerade die Gesetzeslage auf Wikipedia bezüglich Sterbehilfe auf. Und in Polen ist es zum Beispiel so, dass jede Form der Sterbehilfe gesetzlich verboten ist, auch, und das ist ungewöhnlich, sonst gibt es kein anderes Land in Europa, die indirekte Sterbehilfe. Das ist nämlich diejenige Sterbehilfe, bei der der Arzt Schmerzmittel verabreicht, die unter Umständen das Leben verkürzen könnten, aber wo das halt als notwendig erachtet wird, um starke Schmerzen zu dämpfen. Ob das jetzt immer funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest das ist zum Beispiel in Deutschland legal. In Polen ist das nicht legal. Also in Polen musst du leiden, wenn die Gefahr besteht, dass deine Schmerzmittel dein Leid verkürzen. Wenn das Schmerzmittel die Lebenserwartung verkürzen würde, so wie ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ob das dann so auch praktiziert wird, dann würde das bedeuten, dass offensichtlich die Sterbenden nicht in den Genuss von Schmerz oder in den Genuss von weniger Schmerzmitteln kommen. Also die haben ein explizites
vollständiges Verbot von Sterbehilfe. Halleluja. Vielleicht sollte man das kurz aufzeigen, was es da gibt. Da gibt es die aktive Sterbehilfe. Das bedeutet wohl, dass ein Arzt oder eine andere Person aktiv jemanden zum Tode verhilft. Dann natürlich, damit es kein Mord ist, auf eigenes Verlangen oder nach Patientenverfügung. Das ist zum Beispiel legal in Belgien und in Luxemburg und in den Niederlanden. Wenn der Arzt dann plötzlich reinkommt und sagt, du willst es doch auch. Ja, das ist ja in dem Interview, in der Buchbesprechung von Sigrid sehr klar geworden, dass es da ein Ärztekomitee gibt, dann gibt es da Wartezeiten und so weiter. Also die haben sich da schon Gedanken darüber gemacht, dass es da keinen Missbrauch gibt. Ich meine, jede medizinische Prozedur kann in irgendeiner Form missbraucht werden und hat potenziell irgendein Risiko. Aber da kommen wir dann vielleicht später zu. So, dann gibt es die Beihilfe zur Selbsttötung. Die ist in Deutschland erlaubt, wenn ich nochmal nachgucke. Ja, in Schweiz ist sie zum Beispiel verboten. Das wäre, wenn ich jetzt einem, sagen wir mal, einen querschnittsgelähmten Menschen, wenn ich dem jetzt einen Becher mit Gift hinstelle und einen Strohhalm oder so, dann helfe ich nur. Aber die eigentliche Tötung vollzieht der Patient, also natürlich unter der Annahme, dass er das auch weiß. Nicht, dass das ein Kaffeebecher ist. So, dann gibt es die passive Sterbehilfe. Das bedeutet, dass man die Maschinen abstellt. Und da habe ich so konsequentialistisch gedacht schon ein bisschen Probleme mit, weil warum sollte es das besser sein, als wenn ich jemandem irgendein Gift gebe oder so. Wobei die Ärzte gut darin sind, das Leid, das verursacht wird durch Maschinen wie etwa, Erstickung oder Verhungerung, also dass jemand verhungert oder so, das merken die Patienten nicht. Aber auch die passive Sterbehilfe ist bei uns erlaubt, aber in nicht wenigen europäischen Ländern, also in Polen ist das natürlich verboten und in vielen Ländern ist das unklar, ist rechtlich unklar. So, dann gibt es die indirekte Sterbehilfe, das habe ich eben genannt. Das ist halt so starke Schmerzmittel geben, die sind nicht dafür gedacht, das Leben zu beenden, aber das wird in Kauf genommen unter Umständen. So, das sind die verschiedenen Sorten von Sterbehilfe. Da ist noch anzumerken, dass es auch juristisch gar nicht so eindeutig zu definieren ist, was denn eigentlich aktive Sterbehilfe und was indirekte Sterbehilfe ist. Denn so ein kleines bisschen wird natürlich jedes Morphin oder jedes Medikament ein Risiko haben, dass Lebenserwartung oder das Potenzial haben, die Lebenserwartung zu verkürzen. Also da greift ja eigentlich dann auch die kirchliche Argumentation nicht mehr so richtig. Denn wenn jetzt das Leben ein Geschenk Gottes ist und man da hat niemand reinzureden, dann ist ja im Grunde diese maschinelle Lebensverlängerung durch Intensivmedizin noch viel stärkerer Eingriff in Gottes vermeintlichen Willen, als wenn man keine Schläuche dranhängt. Ja, das ist eben das Paradox, ne? Ich könnte immer sagen, ja, vielleicht hat Gott ja jetzt den netten Menschen von der aktiven Sterbehilfe oder den netten Arzt oder so geschickt, der die aktive Sterbehilfe vornimmt. Also letztendlich lässt sich jede Ursache irgendwie auf Gott zurückführen. Selbst wenn Gott könnte ja auch dann irgendwie den aktiven Sterbehelfenden vorbeischicken oder sonst irgendwas. Ja, also jetzt hatten wir ja schon von Mutter Teresa gesprochen und wir sind ja hier völlig gleichberechtigt, nachdem wir eine schrumpelige alte Frau zu Wort haben kommen lassen, Herr Nico, können wir ja jetzt auch nochmal einen schrumpeligen alten Mann zu Wort kommen lassen. Nicht dich, aber du weißt schon, wen ich meine. Einen schrumpeligen Mann, meinst du? Ja, ich hätte hier einen gewissen Robert Spähmann, seines Zeichen katholischer Philosoph, im Angebot. Und es ist ja jetzt mal interessant zu erfahren, was die Gegenseite sozusagen sagt. Also Philosoph, katholisch, ja. Ja, er hat das studiert. Okay. Vielleicht sollten wir da noch, also ich bin definitiv pro Sterbehilfe. Und wenn das der Patient so will und wenn festgelegt wurde, dass tatsächlich das jetzt nicht aufgrund von irgendeiner Depression oder so ist, dann sehe ich halt absolut keinen Sinn daran, da jemanden, der stirbt. Selbst wenn es, wenn sich die Schmerzen vermeiden lassen, wenn ich entscheide, ich habe noch 3 Monate zu leben, aber die werde ich im Morphinrausch verbringen, bestenfalls, und im ungünstigsten Fall Schmerzen haben. Ich sehe absolut keinen Sinn darin, da so vor mich hin zu krepieren. Und ich wüsste auch nicht, welchen Dienst ich da in der Gesellschaft führe. Deswegen bin ich da absolut für. Insofern natürlich die entsprechenden Maßnahmen getroffen sind, die verhindern, dass da irgendein Missbrauch geschieht.
Also Sigrid hatte ja das Beispiel aus dem Buch, wo eine Frau, sie war jetzt immerhin noch Akademikerin, warum das wichtig ist, da komme ich gleich zu, die irgendwie vom Hals abwärts gelähmt war. Das lief, glaube ich, unter der Überschrift ein beatmeter Kopf oder so. Also die Frau nimmt unterhalb ihres Genicks offensichtlich nichts wahr. Und die ist jung, die ist irgendwie 20. Und technisch weiß man, man kann die jetzt noch 40, 50 Jahre am Leben erhalten. Nur, was ist das für eine Perspektive? Gut, wenn du jetzt akademisch veranlagt bist, dann kannst du natürlich wie Stephen Hawking, wobei der ja, glaube ich, jetzt gibt es so einen Film mit Hawking, ne? Da können wir vielleicht darauf hinweisen, wenn irgendeiner mehr dazu weiß. Also ich meine, es gibt einen Film über das Leben von Stephen Hawking, das ist der berühmte Wissenschaftler, der seit einiger Zeit, aber eben wohl nicht von Anfang an in so einem Spezialstuhl sitzt bei Big Bang Theory, kam der auch schon mal vor, also der Fernsehsendung. Aber, also ich sag mal, wenn du Jahrzehnte vor dir hast, wo du weißt, okay, die Intensivmedizin kann jetzt deinen Kopf sozusagen am Leben erhalten, kann man das jemandem wirklich zumuten? Also wenn, ich überlege gerade, jetzt gab es doch diesen Häftling, ich glaube in Belgien war das oder war es Holland, der hatte lebenslänglich bekommen und hat dann die Erlaubnis eingeklagt, sich umbringen zu dürfen. Wenn man jetzt sagt, dass lebenslänglich schon schlimmer sein kann als der Tod, dann müsste man ja diese Situation, wenn du nur noch praktisch ein durch Intensivmedizin künstlich am Leben erhaltener Kopf bist, müsste man ja erst recht dort sagen, die Frau müsste das Recht haben. Ja, Moment. Der Skandal an der Sache ist allerdings, der Mann wollte ja psychologische Hilfe haben und es deutet sich immer weiter darauf, also neurologisch ab, dass da wirklich irgendeine Dysfunktionalität besteht. Also, dass das eine neurologische Sache ist, warum der halt Serienmörder ist. Ist klar, dass man den nicht rauslassen darf, aber dass er jetzt sein Leben lang sicherheitsverwahrt wird, der wollte ja dann eine entsprechende Therapie haben, die in Holland zum Beispiel angeboten worden wäre. Und genau das ist ihm aus Kostengründen wohl verwehrt worden. Ach so. Das ist halt der Skandal. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn das halt nicht geht, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Aber jetzt bin ich vollkommen abgeschweift. Ich wollte ja eigentlich den Spähmann hier vorlesen. Der hat nämlich ein paar ganz interessante Thesen. Da werden Zusammenhänge erleuchtet. Wir werden euch erstaunen. Also das Ganze ist halt aus einem Aufsatz über Sterbehilfe, der heißt Töten oder Sterben lassen. Und die Zeitung dazu, das ist eine kritisch-philosophische Zeitung von 2006. Und der Aufsatz könnte ein bisschen früher sein, das weiß ich nicht, aber nicht viel früher. Und darin äußert er sich jetzt halt zur Sterbehilfe. Und jetzt fange ich mal an. Während der medizinische Fortschritt dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen immer älter werden, propagieren seit Jahrzehnten alle öffentlichen Meinungsbilder einen Lebensstil, aufgrund dessen nun bald immer weniger junge Menschen diese älteren Menschen zu ernähren haben. Die Pille, wie immer man sonst über sie denken mag, begünstigt diese Entwicklung. Außerdem war der sogenannte Generationsvertrag nicht als Drei-Generationsvertrag, sondern leider als Zwei-Generationsvertrag konzipiert. Also so, dass er diejenigen ökonomisch privilegiert, die es vorziehen, sich im Alter von den Kindern anderer Leute erhalten zu lassen. Dass diese Kinder dann einmal, wenn es soweit ist, nicht begeistert sein würden, war zu erwarten. Es ist nun bald soweit und es gehört schon ein hohes Maß an Naivität dazu, im Ernst an Zufall zu glauben, wenn ausgerechnet in diesem Augenblick und ausgerechnet in eben jenigen westlichen Industrieländern die Tötung kranker oder alter Menschen legalisiert oder deren Legalisierung gefordert wird und ernsthaft diskutiert wird. Da ist das nicht erstaunlich? Unser Robert Sperrmann als große Fackel gegen das Umbringen von Leben, der ist ja auch gegen Abtreibung und gegen moderne Familienbilder und dergleichen. Investigative Philosophie, wenn du mich fragst. Ja, ne? Es ist erstaunlich, wie das alles zusammenhängt. Also finde ich besonders interessant. Wir haben ja regelmäßig Spähmann hier, der sich immer besonders dumme Argumente aus dem Arsch zieht. Aber hier gibt es ja nun Argumente, die ich jetzt zwar nicht, sag mal an, die mich nicht überzeugen würden. Aber Spähmann schafft es offenbar noch, völlig abstruse Argumente zu finden, wenn selbst bessere Argumente auf der Hand
liegen, wenn es also gar nicht nötig wäre, so komisches wirres Zeug zusammenzufaseln. Und vor allem baut er sich so einen Horrorstrohmann auf, nicht? Es ist so, als ob er auf RTL 2 die Drehbücher schreibt von den B-Movies, denn es ist doch nicht das Ziel von der Sterbehilfe, dass dann Tötungskomitees durch die Altersheime gehen, um dann quasi um die Renten zu sichern, dann die Leute antreten lässt und die dann die Sterbepillen zu geben. Hier, nimm das jetzt, hier, guck mal, wie teuer du warst. Das kann doch nicht so weitergehen. Ja, fairerweise schreibt er dann auch, dass das sicherlich nicht bewusst so geplant ist, aber es gehört halt viel Naivität zu glauben, dass das halt irgendwie Zufall ist. Also im Prinzip geht das, es wird jetzt immer so weitergehen. Strohmann, Singer, ganz böse. Dann den Ist- und den Bald-Zustand in möglichst negativen Farben zu beschreiben. Und was fehlt jetzt natürlich? Eine Slippy Slope. Und wo führt die hin? Zu den Nazis. Klar. Das hat nämlich bei den Nazis auch so angefangen. Nun, so. Ich meine, die Nazis haben ja die Sterbehilfe ja schon für Soldaten ab 16 und runter eingeführt, indem sie die als Kanonenfutter dann eben verheizt haben. Und soweit ich weiß, durfte man ja gar nicht so als gottloser Atheist da mitmachen, sondern das war eher so eine christliche Geschichte. Hat Goebbels nicht gesagt, ihr müsst in den Kampf ziehen, wie in einen Gottesdienst. Die Nazis werden ja immer sozusagen als das große antichristliche Vorbild dargestellt, aber tatsächlich haben die sehr viele christliche Wurzeln und nur eine rein christliche Führung. Was ich noch sehe, was man vielleicht noch überlegen sollte, ist, dass wir haben ja mittlerweile in Deutschland, früher war ja Suizid verboten, wurde auch unter Strafe gestellt, das ist natürlich für vollendete Suizid, ist natürlich nicht richtig zu bestrafen gewesen. Das hat man dadurch gemacht, indem man sie sozusagen nicht im Friedhof, die Friedhöfe waren ja früher eben Privilegien der Kirche, die dürfen dann nicht im Friedhof beerdigt werden, die Leute, die sich selbst umgebracht haben, sondern die wurden dann halt außerhalb verscharrt, weil es halt dadurch noch eine Bestrafung quasi versucht worden ist, dazu führen. Aber wie gesagt, ist halt Suizid nicht mehr strafwürdig, selbst der Versuchte nicht. Also wenn man sozusagen eine lebendige Person noch hätte bestrafen können. Und ist auch gesellschaftlich anerkannt, bis auf die Tatsache, dass ich doch bitte an alle Suizidgefährdeten die Bitte ausspreche, sich doch bitte nicht vor meinen ICE heute Nachmittag zu werfen. Denn den Eingriff sozusagen... Und auch der nicht, wenn er dich nach Paderborn bringt. Dann nicht. Es gibt halt Methoden, oder mit einem Flugzeug in ein Hochhaus zu fließen, ist auch eine andere Methode des Suizides. Ja, das ist dann Jungfrauen optimiert. Ja, aber ich meine, schwarzer Humor beiseite. Was man jetzt macht, ist, man die Leute, die in der Lage sind, sich selbst umzubringen, körperlich in der Lage sind, die lässt man von irgendwelchen Türmen springen, die lässt man sich vergiften. Das wird dann quasi jetzt nicht verfolgt, auch wenn sie überleben, werden sie dann behandelt, sie werden deswegen auch nicht bestraft. Wenn aber jemand sozusagen körperlich behindert ist und nicht in der Lage ist, einen Selbstmord durchzuführen, dann wird das quasi mit allen Umständen verhindert. Das betrifft ja auch letztendlich den Häftling, der eben halt auch kontrolliert wird, ob der quasi Selbstmord durchführen möchte oder sonst was. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Diskriminierung von Behinderten, wenn man es mehr sieht, indem man ihnen die Sterbehilfe wegnimmt, denn das ist oftmals deren einzige Möglichkeit, ihr Leben zu beenden. Während sozusagen jemand, der quasi... Wir können uns noch vor dem Zug werfen. Oder bitte nicht. In Christians Fall lieber hinter den Zug, damit er da keine Unbequemlichkeiten hat. Du darfst ja meinen, ich bitte dich auch nicht im Zug dir einen goldenen Schuss zu setzen, weil es dann eben halt auch längere Wartezeiten zur Folge hat. Also man sollte schon, ich finde, man sollte auch eine Sterbekultur bei dem Suizid etablieren. Man muss halt auch dran denken, dass die Angehörigen einfinden. Also die Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Angehörigen, da kommt Spähmann noch später drauf, aber der sieht das trotzdem nochmal etwas anders. Aber er hat grundsätzlich ein Problem damit, dass Leute sozusagen eine Bilanz aufstellen. Ne? Lohnt sich das noch? Habe ich genug Spaß oder genug Erfüllung in meinem Leben oder dergleichen? Und das begründet er wirklich völlig hinreichend.
Also ich fand das als Hedonist sozusagen erstmal ziemlich seltsam, die Einstellung, dass es darauf offenbar nicht so ankommt. Ich lese mal vor, was er dazu schreibt. Der andere und entscheidende Faktor liegt in einer Grundstimmung der westlichen Zivilisation, die es einerseits als höchstes Ziel des Menschen betrachtet, sich zu vergnügen oder wenigstens sich wohlzufühlen und andererseits als höchste moralische Pflicht, die Welt durch Vermehrung der Menge an angenehmer Gefühle zu optimieren. In Klammern, sogar Gottesdienste werden daran gemessen, ob sie Spaß machen, ohne dass man bedenkt, dass Geistliche, die sich als Spaßmacher verstehen, gegenüber jedem Clown oder professionellen TV-Unterhalter unvermeidlich ins Hintertreffen geraten. Moment, das geht doch gegen unseren Paul, ne? Wir hatten doch diesen Pfarrer aus dem Rheinischen, der so, als Clown aufgetreten ist nebenher. Und dann, aber jetzt, ich meine, das ist direkt der Spähmann, geht offensichtlich, kennt er diesen Fall. Den hat er uns ja quasi dann auch einmal in so einem Video hat er uns bedacht, die Idioten vom Blasphemie-Blog. Also Willibert Pauls ist genau, das aus Pauls, ja. Köln, glaube ich. Ja, und jetzt geht Spähmann gegen ihn an. Das ist ja... Nimmt ihn sozusagen als Argument, aber pass auf, jetzt wird's richtig schlüssig. Heideggers Begriff der Seinsvergessenheit ist in diesem Zusammenhang hilfreich. Was die Welt in dieser Sicht kostbar macht, ist nicht das Sein von Menschen, Tieren oder Pflanzen, sondern es sind bestimmte Zustände und Erlebnisse und Menschen nur insofern, als sie Träger solcher Zustände sind. Was vor allem nicht sein soll, sind unangenehme Zustände. Leiden muss um jeden Preis beseitigt werden. Und wo es nicht anders beseitigt werden kann, als durch Beseitigung des Leidenden, da ist dies eben angezeigt. Ich habe nichts dazwischen weggelassen. Hat da auch eine Alternative? Das ist ja genau der Punkt. Sein Argument ist im Prinzip wie so ein lecker Müllabholwagen, kleckert der ab und zu dann irgendwelche Referenzen zu anderen Philosophen raus und dann zeichnet der jetzt nochmal so ein Bild, wie schlimm das ist, jetzt irgendwie das Leben als Glückserfüllungsmechanismus zu sehen. Und da ist absolut kein Argument drin. Auch nicht dazwischen oder so. Spähmann, das hat man doch auch mal von ihm. Spähmann glaubt doch auch, dass die Freiheit oder was von niemanden so stark bedroht wird wie durch die westliche Kultur oder sowas. Irgend so ein Spruch. Ja, hat mir, so viel Schwachsinn konnte ich mir jetzt gar nicht merken. Das übersteigt meine Kapazitäten. Aber es ging so, dass wirklich nichts Schlimmeres gäbe für das Wohl der Menschheit als die westliche Kultur oder westliche Zivilisation. So, und jetzt kommt wieder ein langer Rant, warum das auf jeden Fall bei den Faschisten auch schon so war und nicht anders sein kann und so. So, jetzt müssen wir noch klären, warum Selbstmord generell böse ist. Ach so, er geht auch darauf ein, Selbstmord wird nicht bestraft, weil sich halt das der Rechtsordnung entzieht und so weiter. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch die aktive Sterbehilfe bestrafen können. Wobei das ja natürlich nicht wahr ist. Ich habe ja ausgeführt. Eben, natürlich. Wir können das selbstverständlich. Oder man könnte ja auch eine Bestrafungsform wählen, die nicht tötet, aber trotzdem sehr unangenehm ist. Ich meine, das wird ja auch, wenn man mal schaut, was die israelische Regierung macht, mit den Selbstmordattentätern, dass sie denen sagen, wenn ihr einen Selbstmordattentat macht, dann kommt der Bagger und planiert das Haus von eurer Familie zu einem Parkplatz. Und das machen Sinnhaft. Die auch. Das kann man zum Beispiel auch immer machen. Nicht? Das ist sozusagen, es ist nicht so, dass es keine Bestrafungsform gäbe oder dass sozusagen dann das Ansehen besudelt wird, das Erbe quasi eingezogen und so weiter. Das sind quasi die gängigen Methoden, wie man früher eben gegen Selbstmörder vorgegangen ist. So, ja, jetzt muss aber unbedingt geklärt werden, warum Selbstmord jetzt so verwerflich ist. Also generell. So. Wenngleich sich auch der Selbstmord einer rechtlichen Normierung entzieht, also das hat er dann davor geklärt, so ist es für ein Gemeinwesen doch von großer Bedeutung, wie er sittlich beurteilt wird. Die Verurteilung des Selbstmords in unserer Zivilisation ist keineswegs, wie immer wieder behauptet wird, nur jüdischen christlichen Ursprungs. Sie entspricht vielmehr einer großen philosophischen Tradition, die von Sokrates über Spinoza und Kant bis zu Wittgenstein reicht. Der platonische Sokrates sieht im Leben eine Aufgabe, die wir uns nicht selbst gestellt haben und der wir uns nicht eigenmächtig entziehen dürfen. Moment mal. Aber hat Sokrates nicht selber den Schillingsbecher genommen? Der hat da stand da vor der Alternative Exil oder Selbstmord. Und er hat dann Selbstmord gewählt. Also, kennt der Philosoph den anderen Philosophen nicht mehr? Vielleicht ist das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Ich muss ehrlich sagen, ich weigere mich bei solchen Sachen, das nachzuprüfen.
Weil mir ist ehrlich gesagt vollkommen scheißegal, was Sokrates dazu gesagt hat. Ich glaube auch nicht, dass in den letzten 2.000-3.000 Jahren noch irgendwas Sinnvolles dazu gedacht wurde. Aber er hat es gemacht. Also man kann doch nicht niemanden, der quasi der verurteilt wird und dann wird ihm gesagt, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. Du wirst jetzt exiliert, du gehst zu den Barbaren oder du bringst dich selbst um. Ja? Und er wählt dann den Selbstmord. Du kannst doch nicht hergehen und sagen, dass der quasi den Selbstmord, nachdem er selbst ihn gewählt hat, Selbstmord, dann sagen kann, er war dagegen. und er weiß das. Ich meine, er ist ja Philosoph und Männer, es ist ja eines von den Sachen, die man weiß über Sokrates, also von den ersten 5 Sachen, dass er sich selbst umgebracht hat. Also vielleicht hilft dir jetzt das weiter, was er da noch schreibt. Der Sinn des Lebens ist offensichtlich so wenig von uns selbst gesetzt wie das Leben selbst. Und er enthüllt sich uns deshalb auch nicht in irgendeinem Augenblick des Lebens vollständig. Wenn der Selbstmord erlaubt ist, dann ist alles erlaubt, heißt es deshalb bei Wittgenstein. Ach so, und jetzt kommt natürlich wieder eine Slippery Slope mit ganz vielen Nazis und Historiker haben das auch schon gesagt und haben dann Nazi-Dinge gedacht und weiß der Geier was. Also ich weiß, dass die Nazis andere Leute umgebracht haben. Dass sie sich selbst umgebracht haben, wüsste ich jetzt nur vom... Nein, nein, die haben natürlich immer behauptet, sie würden das auch zum Wohle der Behinderten und so tun. Weißt du, deswegen ist das vollkommen nicht anders möglich, dass das automatisch dann wieder zu den Euthanasieprogrammen der Nazis führt. Naja, ich sag mal, so ein Argument, auch wenn es von Spähmann kommt, sag mal, es käme nicht von Spähmann, dann würde ich sagen, das kann man jetzt nicht so vom Tisch wischen. Das Problem ist natürlich, dass man in dem Fall nicht sozusagen sagen kann, wir irren lieber auf der Seite des Lebens, wenn es dann so rigoros wird, dass man hier Leute furchtbar leiden lässt und vor allem auch wissentlich, so wie jetzt dieser beatmete Kopf da, wissentlich, dass du noch 40 Jahre hast und bitte diese 40 Jahre immer nur irgendwo an irgendeiner blöden Maschine, also jetzt nicht 40 Jahre wie sag mal, Hausarrest wäre ja noch paradiesisch damit verglichen. Ne? Also auch diese Gewissheit, dass du für den Rest deines Lebens nur noch, sag mal, stark eingeschränkt bist und Schmerzen hast oder leiden musst, da macht man es sich zu einfach, wenn man sagt, ja, wir lassen die Leute im Zweifel lieber leben. Das ist ja genau wie das Thema, was wir hatten mit den Föten, die dann vielleicht mehr oder weniger stark behindert auf die Welt kommen. Man kann sich hier meines Erachtens nicht so einfach machen und sagen, ja, wir lassen sie sicherheitshalber mal leben, weil das auch wieder zu vermeidbarem Leid führt. Und eben Leid, wo man völlig zu Recht sagen kann, die sollen die Möglichkeit haben, sich diesem Leid zu entziehen. Was ich vor allem so schrill finde, er geht ja jetzt hier gegen Selbstmord vor, aber das ist vollkommen vakuös. Ich habe in dem Text, in dem Absatz nicht ein Argument gefunden. Ich könnte jetzt das nicht auseinanderklamüsern, was ich unter Umständen sonst machen würde und sagen, okay, das ist seine Prämisse, dann folgert er dies und jenes und sagt, wenn das so und so ist, dann passiert das und das, was schlimm ist. Deswegen ist er dieser und jener Meinung. Das wäre ja ein logischer Gedankengang. Der kann fehlerhaft sein, da können Fehlschlüsse drin sein oder die Prämissen können falsch sein. Was mich bei diesen Apologeten und Theologen und insbesondere bei solchen Leuten so aufregt, ist, das qualifiziert sich noch nicht mal als Argument. Also du meinst, er sagt im Prinzip ja lediglich, dass andere das auch schon, andere waren auch schon seiner Meinung. Ja, die anderen haben das auch schon. Und weil es uns nicht, also wir haben uns die Aufgabe des Lebens nicht gestellt, deswegen dürfen wir es auch nicht selbst abgeben. Also ich glaube, Spähmann wird das wahrscheinlich schon als Argument verstehen, nur es ist halt ein Argument, das wieder auf sehr vielen unausgesprochenen Prämissen basiert. Also wenn man sagt, wir haben uns das den Sinn nicht selber gegeben oder sowas in der Richtung, das unterstellt ja, dass es jemanden gibt, der uns das Leben gegeben hat und da auch irgendeinen Sinn drin sieht, den er uns aber leider nicht verrät. Und deswegen hängt das dann letztlich in der Luft, wenn er nicht begründet, warum das so sein sollte. Na, aber in seiner katholischen Welt ist das wahrscheinlich, zählt das wahrscheinlich als Argument, weil da einfach sozusagen zu den Voraussetzungen zählt, dass das Leben geschenkt wurde mit einem ganz tollen Sinn, der leider auch viel, viel Leid beinhaltet. Ich habe jetzt nichts ausgelassen, wo es um Gott ginge oder so. Ab und zu ist mal von Gottlosigkeit bei Nazis die Rede oder dergleichen. Aber
also er vermeidet systematisch irgendwie Gott zu verwenden. Er verwendet es sozusagen als nicht ausgesprochene Prämisse. Aber das ist doch eigentlich Spellmanns Spezialität, dass er katholibanmäßig die reine katholische Lehre versucht zu verargumentieren, aber eben mit irgendwelchen an den Haaren oder aus sonstigen Körperöffnungen herbeigezogenen Argumenten, die nun pro forma Gott, also sag mal, säkular, sich so einen säkularen Anstrich geben. Ich glaube sogar, das ist typisch für Katholiken. Die konstruieren dann irgendein schrilles Naturgesetz und schaffen es halt nicht, über ihren Teller ranzusehen und machen ganz absurde Rationalisierungen, um dann irgendwie dann zum Schluss zu kommen, dass Homosexualität böse ist, weil jeder andere, selbst wenn unfruchtbare Paare zusammenleben, dann gibt es ja sozusagen die Intention des Kinderkriegens und so einen Scheiß halt. Ach so, falls es euch interessiert, wisst ihr eigentlich, warum ausgerechnet in Holland das so liberal ist? Mit der Sterbehilfe? Nein. Das hat er natürlich in seiner Brillanz schon wieder erkannt. Da ist ein historischer Zusammenhang. Ich lese mal vor, dass es sich hier nicht um ein historisch zufälliges Zusammentreffen, also dass das in den Niederlanden erlaubt ist, sondern um einen gesetzmäßigen Zusammenhang handelt, zeigt das Beispiel der Niederlande, in denen inzwischen bereits ein Drittel der jährlich legal Getöteten, es handelt sich um Tausende, nicht mehr auf eigenes Verlangen getötet wird, sondern auf das Urteil von Angehörigen und Ärzten hin. Oh, das ist ja fast sowas wie ein Argument. Die darüber befinden, dass es sie hier um lebensunwertes Leben handelt. Ich glaube, hier habe ich Unfug gemacht. Ah, du hast falsch rauskopiert. Moment. Ich hatte ja gedacht, das Argument sei, dass die Nazis auch irgendwann mal in Holland einmarschiert sind. Da hast du also Holland und Nazis schon mal in ein Argument gepackt. Also jetzt nicht du, aber... Nein, das Schlimme ist, das hat er wirklich in einen Absatz reingepackt. Jetzt habe ich es hier nur dummerweise verhackstückelt. Dass sich die Katastrophe ausgerechnet in Holland, also in einem Land ereignet, das dem Nationalsozialismus so eindrucksvoll Widerstand geleistet hat und dass Peter Singer ein Nachfahre von Opfern des Mordes ist, dessen Methode an Debilen zuerst erprobt wurde, ist tragisch, kommt aber nicht von ungefähr. Die Gewissheit, ohnehin auf der guten Seite zu stehen, kann leicht blind machen für die eigene Versuchbarkeit. So. Da spricht auch einer, der es wissen muss. Aber das ist ja eigentlich ein Argument, das ihn vielleicht auf die Füße fallen kann, ne? Ja, also ich finde das so genial. Also das mit dem andere, das war jetzt so verhörgstückelt, aber es ist klar, ne? Die Holländer sagen das, statt dass er jetzt sagt, oder die Niederländer, warum das schlecht ist, was die Niederländer da sagen, sagt er einfach, ja, das machen die deswegen, weil die sich auf der richtigen Seite wählen, weil sie Opfer von den Nazis gewesen sind. Und das wäre ja ein Argument, dass jeden, der sich nicht selber für ausgesprochen schlecht hält, sofort stoppen würde. Ja, ne? Denn dieser Logik zufolge müsste man ja sagen, oh, ich habe eigentlich eine gute Absicht, dann lasse ich das mal lieber bleiben. Ich fühle mich im Recht, ja. Oh, ich fühle mich im Unrecht, dann kann ich ja weitermachen, ja. Ach so, ich muss noch sagen, dass dieser ganze Text dumm strukturiert ist. Also er springt ja immer da hin und her, ne? Sleepy Slope Nazi und wie schlimm es ist und dann wie schlimm Singer ist und dann dieser ganze konfuse Kram. Bei anderen Sachen, da wird halt aufgelistet, das sind die verschiedenen Arten von Sterbehilfe, das sind die Probleme, das spricht dafür, das dagegen und so. Schön tabellarisch. Wie sich das eigentlich für Akademiker gehört, bei dem ist das halt alles, es ist auch von der Struktur her völlig konfus. Ja, kommt jetzt zum Beispiel wieder ein Rant, warum Selbstmord ganz schlimm ist, auch gegenüber anderen Personen. Personen existieren nur in der Mehrzahl, das heißt nur als Mitglieder einer universalen Personengemeinschaft. Was diese Gemeinschaft wesentlich konstituiert, ist die gegenseitige, vorbehaltlose und an keine Vorbedingungen geknüpfte Bejahung der Existenz eines jeden anderen bis zu deren natürlichen Ende. Ja, die Mitverantwortung für diese Existenz. Auch das Sterben ist noch ein Vorgang, der, wenngleich von der Natur verhängt, eingebettet ist in Riten menschlicher Solidarität. Wer sich eigenmächtig aus dieser Gemeinschaft entfernen will, muss das allein tun. Anderen und gar Ärzten, deren Ethos sich definiert durch den Dienst am Leben, zumuten, bei dieser eigenmächtigen Entfernung behilflich zu sein, heißt, dieses Fundament aller Solidarität zu zerstören. Es gibt, wie schon Platon wusste,
immer Grenzfälle, für die das Gesetz nicht gemacht ist und denen es nicht gerecht werden kann. Moraltheologen und Moralphilosophen stützen sich heute mit einem verdächtigen Interesse auf solche Grenzfälle und konstruieren von ihnen ausgehend Forderungen für die Formulierung der Gesetze. Ausnahmen sollen nicht mehr als Bestätigung der Regel gelten, sondern die Regel aushebeln. So auch in diesem Fall. Aber wer wirklich ein Freund in einer Extremsituation auf eine Weise helfen möchte, die vom Gesetz nicht gedeckt ist, ohne damit die Schutzfunktion des Gesetzes zu zerstören, der wird bereit sein, für seinen Freundschaftsdienst die vom Gesetz vorgesehene Strafe auf sich zu nehmen, falls der Richter nicht in der Lage ist, seiner besonderen Situation Rechnung zu tragen. Er wird in dem Bewusstsein handeln, mit der Intention von Gesetz und Sitte im tiefsten im Einklang zu stehen und als Ausnahme die Regel zu bestätigen. Alles klar? Also, was normale Menschen als Selbstbestimmung bezeichnen, das bezeichnet Spähmann als Eigenmächtigkeit. Ja, und vor allem als etwas, was das Fundament aller Solidarität zerstört. Weil die Gemeinschaft ja auf einem Ethos beruht. Meine Güte. Was Spähmann macht, ist aus meiner Sicht Prinzipienreiterei, was ja typisch ist für Religiöse, aber speziell für die katholische Kirche. Wenn er sagt, Ausnahmen, ja, dürfen... Bloß keine Ausnahmen. ...dürfen die Regel, also man versucht ja schon, Sachen vernünftig anzupassen. Und wenn du jetzt lange leiden musst, dann ärgerst du dich halt schon darauf, wenn diese Ausnahme nicht berücksichtigt wird. Und das ist ja eben nicht so, dass jetzt, also wo Spähmann recht hätte, wäre, wenn die Ausnahmen, sagen wir mal jetzt hier dieser beatmete Kopf, da wird es ja wohl nur abzählbar viele Fälle von geben, weltweit. Wenn die jetzt dazu führen würden, dass man grundsätzlich das Leben nicht mehr schützt. Aber diese Gesetze, gesetzlichen Regelungen, um die es hier geht, die sind ja speziell für diese Ausnahmefälle und deswegen tangieren die ja die sonstigen Regeln überhaupt nicht. Natürlich ist Mord weiter verboten. Natürlich muss ein Arzt grundsätzlich oder muss jeder auch Hilfe leisten, wenn er irgendwo jemanden sieht, der irgendwie in Lebensgefahr ist. Und von daher funktioniert Spähmanns Argument. Abgesehen davon, dass Ausnahmen nicht die Regel bestätigen, sondern Ausnahmen zeigen, dass die Regel falsch ist. Dieser blöde Spruch, das ist ja quasi eine Bauernweisheit, Ausnahmen bestätigen die Regeln, zeigt doch, dass jemand die Regel falsch aufgestellt hat, wenn es Ausnahmen gibt, die zeigen, dass die Regel falsch ist. Ganz normal ist, sagt es einfach, dass die Regel nicht stimmen kann, wenn... Du hast es ja auch bei Selbstverteidigung, also bei Notwehr oder so, da gibt es Situationen, da darf ich jemanden töten. Ja. Ich finde, das ist auch gerade das Interessante bei der Ethik, dass man an diesen Spezialfällen herausarbeitet, was ist eigentlich das eigentliche Kriterium. Und ich bin dazu gekommen, habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass man das Leben schützen soll, das hat sich wahrscheinlich Jahrtausende lang als gute Daumenregel bewährt. Aber jetzt in jüngster Zeit mit Intensivmedizin und vorgeburtlicher Diagnostik, da zeigt sich meines Erachtens, dass es eben nicht um das Leben an sich geht, sondern um ein lebenswertes Leben. Und zwar lebenswert im Sinne dessen, der dieses Leben leben muss. Jetzt nicht, dass ich sage, ja, Christian ist lebensunwertes Leben oder Spähmann ist lebensunwertes Leben, sondern dass man selber entscheiden muss, will ich weiterleben oder nicht. Also das Grundprinzip ist im Prinzip Selbstbestimmung. Und das bringt einen dann weiter, weil ich sage, Selbstbestimmung ist ja letztlich auch die Regel, dass ich sage, du darfst keine anderen Leute umbringen, weil die dann nicht mehr der Selbstbestimmung sozusagen unterliegen. Und um diesen und Gedanken weiterzuführen. Diese Ausnahmen weiter. Und was Spähmann macht, ist typisch katholisch. Er hat irgendein Prinzip und weigert sich, es weiterzuentwickeln. Und um diesen Gedanken weiterzuführen, ich meine, wenn wir jetzt... Gerade von den Religiösen ist ja in letzter Zeit dieses Qualia-Problem. Nach dem Motto, niemand kann sich sozusagen in den anderen hineinversetzen, wie das ist, sein Leben zu leben. Und selbst wenn wir noch so lange auf etwas draufschauen, wissen wir nicht, wie es von innen anfühlt. Und dieses Qualia-Argument ist ja das Argument dafür gewesen, dass es quasi irgendetwas gibt wie eine Seele oder was Göttliches. Aber dieses Qualia-Argument, das müsste denen jetzt eigentlich auf die Füße fallen, dass sie sagen, hallo, ihr könnt doch nicht den anderen sagen, wie toll es ist, zu leben, zu sterben und zu leiden und so weiter, weil ihr doch gar nicht fühlen könnt, wie der jetzt in diesem Moment leidet.
und wie er sein Leben zu fühlen hat, denn das muss er letztendlich selbst beurteilen. Und das Argument, das sie quasi immer anführen, um zu sagen, ja, die Wissenschaft kann nie herausführen, wie man sich quasi von innen lebt, müsste man doch jetzt sagen, wir dürfen doch keinem vorschreiben, dass er quasi ein Leben weiterleben muss, dass er nicht lebenswert ansieht und auch nicht für lebenswert befindet und gerne es beenden möchte. Denn das ist ja das Qualia-Argument. Aber das hat auch, glaube ich, Spemann selbst hervorgebracht. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Denn es ist letztendlich das bei Spemann, was immer ist. Er hat zuerst seine Meinung und dann baut er aus den Bruchstücken seiner Philosophie, baut er eine Mauer, die so schief und so schepp ist, dass man sie nur einmal krumm anschauen muss, damit sie dann einstürzt. Ja, vor allem, was mich auch noch so fürchterlich ankotzt, das ist dieser Stil. Also ich meine, hätte man das jetzt so kausal wieder ausgeführt, da wäre ziemlich sofort offensichtlich, dass es Mumpitz. Aber da ist diese Patina aus Worthülsen da drum gestrickt, dass da ein Ethos, der sich definiert und weiß der Geier was nicht alles. Und wie Platon auch schon wusste, da ist wieder die Leckage mit dem Name-Dropping so ein bisschen. Das ist ein Mimikry, das da stattfindet. Diese Patina soll vermeiden, dass diese Argumente klar und deutlich rausgestellt werden und dass sie leicht offensichtlich sind, also dass gezeigt werden kann, wie blödsinnig die eigentlich sind. Das ist mir neulich klar geworden. Es waren doch jetzt auf Martins Media-Blog mehrfach so islamische Bekehrungsvideos jetzt. Und es ist ja wirklich so, also christliche Videos gucke ich mir manchmal noch an, aber diese islamischen Videos, die sind so abgrundtief schlecht. Das ist wirklich, wenn du dir so ein Fass vorstellst, wo so christliche Apologie, wo so der Bodensatz ganz unten. Das ist genau das Niveau, auf dem diese Islam, alles, was ich im Internet bisher gefunden habe zu islamischer Apologie, also jetzt, es gibt natürlich muslimische Seiten, da kannst du dir Korea, Iran angucken und so, das meine ich jetzt nicht, aber diese Seiten, die versuchen, dich zu bekehren, das ist ein Niveau, das ist absolut unterirdisch. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ich jetzt hatte, ist, welchen Effekt es hat, wenn über Jahrhunderte staatlich bezahlte Theologen diese plumpen Argumente, die christlichen Argumente sind ja nicht besser. Die christlichen Argumente, würde ich sagen, sind in der Sache genauso bekloppt wie das, was diese ganzen islamischen Apologie-Seiten anbieten. Aber wenn da jahrhundertelang die christlichen Theologen nochmal das Ganze schön vernebeln und hochhiefen auf so ein scheinbar intellektuelles Niveau, dann macht das halt einen viel wichtigeren oder gehaltvolleren Eindruck, obwohl die Spähmanns Argumente ja nun auch nicht besser sind als das, was wir uns jetzt bei irgendeinem x-beliebigen Islam-Video sagen lassen müssten. Das habe ich mir auch gedacht, aber es könnte auch noch sein, dass bei den Islam-Seiten, dass das halt nicht Muttersprachler sind. Ich weiß ja nicht, was die für eine arabische Tradition haben. Ne? Möglicherweise könnten die uns jetzt da auf Arabisch da die Ohren blutig vollsäuseln. Das weiß ich nicht. Wir machen ja einen Fehler dabei. Zwar, das ist mir auch aufgefallen, als mich meine Frau noch in die Kirche mitgeschleppt hat, weil sie im Kirchenchor gesungen ist und ich muss ja quasi, um ihre quasi Performance zu analysieren, musste ich den Rest auch mitnehmen. Und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe bei der Predigt zugehört, weil ich das nicht gewohnt war. Denn als Christ ist ja eigentlich die Aufgabe der Predigt, da vor sich hinzudösen und über andere Sachen Gedanken zu machen, als über das, was er da labert. Und die Christen, ich wollte dann hinterher drüber reden, was er denn so Schlimmes gesagt hat und oder was überhaupt für Textstellen hat und so weiter. Und das gehört eigentlich dazu, dass man eben dann sozusagen an der Stelle eben nicht zuhört, das Gehirn ausschaltet und einfach im Kopf nickt, ja, genau, bla bla. Und einfach vor sich hin. Die wussten das nicht, was da gesagt worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen islamischen Videos auch das so ist, da freut man sich drüber, dass man mit denen einer Meinung ist und dass er dann sagt, hier, was er sagt, eigentlich können wir bei der Scharia-Polizei auch nochmal überreden über dieses Thema. Und da gab es das eine Video, also ich habe ein paar Videos geschaut, weil ich bin ja auch jemand, der Argumente sammelt für die Gegenposition, damit ich weiß, warum quasi der Atheismus falsch ist und der Islam wahr ist. Und bei einem hat er gesagt, es gibt Haare, ne? Weil die Haare an den richtigen Körperstellen wachsen, muss es Gott geben. Ja, Gottesbeweis. Gottesbeweis durch Haare und Körpersegmente, dass die
das Ohrenschmalz bitter schmeckt. Wie ist das Argument? Also das ist eine schlaue Sache, dass die Kacke aus dem Hintern kommt und nicht aus dem Mund? Ja, genau, weil sonst man sich schmeckt die ganze Zeit, nicht? Und das beweist, dass es Allah gibt. Oder ein anderes Video, das nicht auf dem Blasphemie-Blog war, dass die Atheisten ja auf dem richtigen Weg sind, ne? Weil sie glauben schon mal, es gibt keinen Gott. Und jetzt fehlt noch der letzte Schritt, außer Allah. Und dann sind sie da. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Wenn Dawkins sagt praktisch, wir sind ja eigentlich alle Atheisten in Bezug auf alle anderen Götter. Die Atheisten gehen nur einen Schritt weiter, da kommt jetzt der und die Islamer noch einen Schritt weiter. Trotzdem und sagt, außer Allah. Ja, wir sind zumindest keine Heiden. Ja. Und vielleicht sollte man mal, ich finde, eine Podiumsdiskussion zwischen Robert Spermann und Pierre Vogel würde ich anregen. Wir könnten auch bei den Katholiken Matusek als Verstärkung dazu bitten. Oh ja, Matusek und Pierre Vogel, das ist... Kann man die in den Dschungelcamp wählen? Geht das vielleicht? Und dann vielleicht noch Henrik Broder dazu. Dann haben wir einen Katholiken, Henrik Broder, ich weiß nicht. Und Margot Käßmann, ich will Käßmann auch noch dabei haben. Vogel und Käßmann, das ist interessant. Vogel, Käßmann, Spermann. Es gibt ja auch ein paar Wischi-Waschi-Moslems. Ne? So, Islam kann unter absolut gar keinen Umständen Grund für Diskriminierung oder Gewalt oder sonst kriegen was wir, sein. Die kriegen wir ja nachher noch, ne? Die. Naja. Deathmatch. Okay. Ich glaube, wir sind durch hier. Lassen das Thema sterben. Da unsere Zuhörer zu Tode langweilen. noch ein Punkt, der unschön aufgefallen ist. 25 Jahre Wiedervereinigung, ne, ist jetzt dieses Jahr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.